damit willkommen zurück bei der Pokémon Randomizer Nuzlocke. Mir ist leider ein Fehler passiert. Ich Schwachkopf, YouTuber-Profi, habe vergessen, bei meiner letzten Aufnahme das Audio mit aufzunehmen. Ich werde euch, wenn ich dran denke, kurz die Videoinhalte der letzten Folge mit reinschneiden, kurz zusammengeschnitten, was so grob passiert ist. Um es kurz zusammenzufassen, wir haben den Schädel aus dem Museum zurückerobert, nachdem wir Team Plasma durch den ganzen ewigen Wald verfolgt haben. Und sind damit jetzt hier im ewigen Wald stehen geblieben, wo wir hier auf die Professorenassistenten von Professorin Esche getroffen sind, beziehungsweise noch nicht getroffen sind, sondern ich die Aufnahme hier beendet habe. So, genug gelabert, wir schauen uns jetzt mal an, was sie zu sagen hat. Weißt du, was Phytonzide sind? Ich weiß es auch nicht genau, aber sie sind wohl der Grund, dass es in Wäldern so angenehm ist. Ach, die wollte gar nichts von uns. Aber er will. Er will kämpfen und ich habe auch keine Ahnung, wo wir hier überhaupt lang müssen. Wobei ich mal davon ausgehe, dass wir hier lang müssen, weil... Wobei, ich weiß auch nicht mehr, was da oben war. So. Alter, ist mein Emulator langsam teilweise, ne? So. Wir werden angegriffen und haben immer noch nur unser einziges Pokémon Schluckweg dabei. Und das Metang ist daher nicht gerade eine besondere Hilfe. So mit dem Typen Stahl Psycho haben wir da hier nicht gerade den einfachsten Typen erwischt. Weil wir mit unseren Giftattacken da überhaupt gar nicht weit kommen. Das heißt, wir müssen auf Fund hoffen. Und selbst das macht nur halben Schaden. Oh Gott, wie soll ich diesen Kampf überleben? Eieiei. Ich weiß ja nicht mehr, was Amnesie war. Einfach mal einsetzen. Die Spezialverteidigung wurde erhöht. Ist halt die Frage, ob man das irgendwas bringt. Zumindest ist jetzt seine Attacke hier fehlgeschlagen. Und wir müssen uns natürlich jetzt weiter mit Fund versuchen. Es ist halt echt traurig, wie wenig Damage das macht, obwohl wir 8 Level mehr haben. So, Metallklaue. Okay, ein Crit, natürlich. So. Wir wollen die Nuzlocke schaffen, auch wenn es in dieser bisherigen Nuzlocke absolut scheiße verlaufen ist. Bis auf so ein paar Folgen. Heißt... Ich werde auch, wenn es jetzt schon absolut scheiße gelaufen ist, nicht aufgeben. Und auch mit diesem einzigen Pokémon hier versuchen, alles zu geben. Und wir müssen schnell zu einer neuen Route kommen, damit wir uns ein neues Pokémon snacken können. So. Kampf. Fund. Es macht so gar keinen Schaden, ey. Das ist so schlimm. Okay. Aber er...
er verkackt das Ganze hier, indem er diese Attacke hier einsetzt. Weswegen ich eine Runde Freiraum habe. Weiterhin Fund einsetzen kann. Und jetzt habe ich ungefähr die Hälfte geschafft. So, er kommt wieder mit Metallklaue. Sehr schön. Das hat kaum Damage gemacht. Nochmal Fund. Wir arbeiten uns heran. Wenn kein Trank kommt, könnten wir das echt... Oh nein, Konfusion. Okay, eine Attacke sollten wir noch mindestens, selbst mit einem Crit, überleben. Jetzt nochmal Metallklaue ein. So, ich gehe dann jetzt nochmal auf einen Trank. Kommen wir dann auf 36 KP. Er setzt Magnetflug ein. Ah, na. Ich will nichts einsetzen. So, wenn alles glatt läuft, ist das jetzt das vorletzte Mal, dass ich Fund einsetzen muss. Und beim nächsten Fund ist er dann down, ja. Oh Gott. Okay, es tötet mich nicht. So, jetzt müsste das eigentlich Geschichte sein, das Metern. Yes! Okay. Eine relativ aussichtslose Situation. Gut, was heißt aussichtslos? Wir haben 8 Level mehr, ansonsten hätten wir es auch auf keinen Fall geschafft, wenn wir nicht 8 Level mehr hätten. So, aber es gibt noch 2 Pokémon. Ja! Moin! Und Lugia macht das Ganze nicht besser. Aber mal überhaupt nicht. Ach du Scheiße. Ich meine, wir können wieder unsere Giftattacke einsetzen, aber die Frage ist, wie viel Damage das macht. Erstmal kommt... Ich weiß nicht, wie viel Windstoß macht. Okay. Das geht. Schlammbad. So, vergiftet. Alter, wieso ist mein Emulator so übel langsam? WTF. So. Er erleidet nochmal Schaden durch die Vergiftung. Wir kommen nochmal mit Schlammbad. So, wenn alles glatt läuft. Was es aber nicht tut. Oh, die Attacke geht daneben. Ehre. Reicht das schon? Ach. So, wir sparen jetzt und setzen nur Fund ein. So, den Windstoß sollten wir überleben, weil den hat das Lugia gerade schon eingesetzt und das hat glücklich überlebt, genau. Jetzt kommt unser Fund. Oh Gott, Alter. Wir haben das Lugia echt besiegt. Okay, jetzt die Frage, was ist sein letztes oder eben, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau war. Was ist das letzte Pokémon? So, erstmal Level 24 erreicht. Pudox. Käfergift.
das ist schon wieder so hart scheiße. Weil wir jetzt mit unserer Giftattacke schon wieder gar nichts ausrichten können, so gefühlt. So, höhere Init, wir greifen zuerst an, Schlammbad. Macht zwar nur halben Schaden, nicht sehr effektiv. Ja, aber der Schaden geht sogar noch dafür, dass es nicht sehr effektiv ist. Also mit Konfusion, das gefällt mir nicht. Wir wären jetzt sowas von tot, wenn die Pokémon hier nur ein bisschen höheres Level hätten. Das ist so krank einfach. So, wenn alles glatt läuft, noch ein Schlammbad und wir haben diesen Kampf überstanden. So, wir rennen gleich definitiv erstmal ins Pokémon Center. Oh Gott! So, 366 EP. Schnell zurück ins Pokémon Center, Bruder. Los. Keine Ahnung, ob der vielleicht auch kämpfen will. So, hier hatte ich halt mal geguckt und da wusste ich absolut nicht, wo wir hier sind. Ich gucke jetzt erstmal, wo wir hier hinkommen. Hier kommen wir wohin? The fuck? Wir sind Himmelspfeilbrücke. Ja, warum nicht? Alter, das sieht echt krass aus. Aber ich habe absolut keine Ahnung, wo wir hinlaufen, ne? Alter, wie lang ist denn diese Brücke? Alter, die Brücke geht ja einfach nur 3 Jahre weiter gefühlt. Holy fuck, Junge, was passiert hier? Oh, da ist ein Schiff. So, bevor der kämpfen will. Einfach an dem vorbei, wenn er nicht guckt. Mein Emulator kackt gerade übel ab. Weil der auch nicht drauf klarkommt, dass wir über so eine ewig lange Brücke rennen und ich nicht mal eine Ahnung habe, wo wir hier lang gehen. Hä? Waren wir dann? Nee. Boah, ich dachte schon, da waren wir doch gerade erst. Ein Ende in Sicht. Es ist die Frage, wo wir hier rauskommen. Und ob wir überhaupt lang müssen. So. Wo kommen wir jetzt hin? Wieder in so ein... Genau. Wo sind wir jetzt? What the fuck? Ja, Leute, willkommen in... Ah, in Stratos City. Okay, wir sind also richtig... Weil wir da schon erwartet wurden. Oder sind wir richtig? Moment. Beutel. So, wo haben wir die Karte? Nein. Nein.
Nein. Da doch hier. So. Hier sind wir. Hä? Ja. Ist also richtig. Ist also alles richtig. Wir haben alles richtig gemacht. Perfekt. Ich hab gerade echt gelaufen, voll in die falsche Richtung, ja. So, dann guck jetzt erstmal, wo hier ein Pokémon Center ist. Hier. Alter, ist das eine riesige Stadt, ey. So, erstmal heilen gehen. Oh, du willst dein Pokémon-Team wieder fit machen? Tut mir leid, ich wollte dir nicht im Weg stehen. Irre. Kennst du schon das Geonet? Nein, ich wollte eigentlich auch gerade mein Pokémon heilen, Bruder. Das ist den Globus im ersten Stock des Pokémon-Centers. Das ist das Geonet. Dort kannst du deinen Wohnort registrieren lassen. Wow. Ja, wunderschön. Das ist aber gerade nicht das, was ich vorhatte. Sondern Pokémon heilen. Mein einziges wohlgemerkt. Junge, man hört einfach so richtig, wie mein Emulator übertrieben abschmiert, also. Wenn er in seinen letzten Zügen wäre, er. Uiuiui. Und obwohl wir in dieser Folge eigentlich so ziemlich gar nichts gemacht haben, beende ich die Folge.